Die Vorbereitungen für das Splatfest stehen an. Endlich ist es soweit. Wir haben nächstes Wochenende. Ja, das Splatfest. Gras oder Pflanze gegen Feuer gegen Wasser. Ja, zu Ehren des Pokémon Popo und Karmesin Starts gibt es ein Pokémon Splatfest. Und die Seite, für die ich mich entscheide, wird vermutlich Sprigatito, also Team Pflanze, sein. Ganz einfach, weil ich den Starter auch in Popo, das wir spielen werden, nehmen werde. Ja, die Entscheidung ist jetzt final. Kann man nichts mehr dran rütteln. Hab lange überlegt, ob ich auch Feuer nehme, aber da ich im Pokémon-Spiel das Feuer, den Feuerstarter ja schlecht nehmen kann, weil ich ein anderes Feuer-Pokémon im Team haben will, entscheiden wir uns dann für das grüne T-Shirt. So, wir spielen heute, ja, wir nehmen uns auch eine neue Waffe. Ich glaube, wir spielen heute sogar einen Aufstiegskampf, ja. Es kommt jetzt relativ häufig vor. Liegt aber ganz einfach daran, dass ich halt auch häufig spiele, um abzuschalten. Dann wieder diesen S-Rang erreiche und ja, dann halt, spare ich mir halt die Aufstiegskämpfe fürs Let's Play auf. Ich habe gar nicht geschaut, was für ein Modus gerade läuft. Ist mir aber jetzt auch ein bisschen egal. Ich will wirklich etwas Chilliges spielen. Zum Beispiel das hier, das ist doch sicher cool. Und da haben wir sogar eine Ult. Ups, jetzt habe ich es verstellt. Da ist sogar eine Ult drauf. Die hatten wir noch nicht. Ja, lass das nehmen. Bin ich mal gespannt, was das wird. So. Dann fangen wir mal an. Es ist Turmkommando und die Waffe, die wir ausgewählt haben, böllert. Also die hat eine gute Range. Ich weiß nicht, wie krass sie töten kann. Wir müssen allerdings auf dem Ziel draufbleiben, um gute Chancen zu haben. Aber es scheint eine coole Waffe zu sein. Und natürlich gilt auch wieder diese ganze Woche. Oder nächste, kommende Woche. Viel spielen, Leute. Ich werde vermutlich auch eine Menge Streams machen. Denn ihr müsst natürlich diese speziellen Muscheln, die gibt es wieder, die einem eine Gratis-Kapsel beim Automaten bescheren. Die muss man natürlich wieder sammeln, denn, wie wir im letzten Splatfest gelernt haben, die bringen actually Punkte. Also die können das Team schon, bevor das Splatfest überhaupt beginnt, ja, nach vorne katapultieren. Und deshalb lohnt sich das. So, ich bleib ein bisschen defensiv hier, weil mit der Waffe kann ich halt nur dann gut schießen, wenn sie aufgeladen ist. Am Anfang fängt sie so als Splatling an, wird dann aber so ein richtig konzentrierter Strahl. Nur kriege ich das irgendwie noch nicht so richtig auf die Reihe, das richtig zu machen. Aber jetzt haben wir die Ult, den Inkjet, den kennt man. Auf Splatoon 2. Wir haben jetzt nicht wirklich damit was erreicht, aber ist erstes Match für heute. Also alles gut. Ja, an sich nicht, ne, weil es geht natürlich wieder um den S-Rang. Will ich natürlich irgendwann erreichen. Aber das kommt früher oder später. Also ich mache mir da halt keinen großen Kopf mehr. Ich möchte einfach nur in Splatoon ein bisschen Spaß haben. Und die gute Musik genießen. Und ja, Performance ist erstmal Nebensache. Das heißt nicht, dass ich euch absolut schlechtes Gameplay bescheren möchte, aber ich bin natürlich auch nicht der beste Splatoon-Spieler auf YouTube. Oder im Allgemeinen. Und hab jetzt auch ein bisschen viel Zeit in Overwatch actually gesteckt. Und Splatoon ein bisschen vernachteiligt. Bin also ein bisschen rusty. Aber ja, ich hatte einfach Lust auf Overwatch. Kann sein, dass auch demnächst ein kleines Overwatch-Video kommt. Aber mal schauen. Ich will das Spiel leider nicht zu viel auf meinem Kanal präsentieren, weil ich bin halt echt nicht gut in so einem First-Person-Shooter.
Außerdem, also für die, die es nicht wissen, falls ihr Interesse an Overwatch habt, es gibt es auch auf der Switch und es ist vollkommen kostenlos. Also ihr könnt euch das ruhig downloaden und mal antesten. Ich rate euch aber, spielt die PC-Version, ja. Auch wenn ich die Switch-Version noch nie gespielt habe, ne. Es kann sein, dass die halt gut läuft, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Seien wir mal so. Ich sag halt immer, Splatoon ist halt Overwatch, aber ohne Server. Ja, ich komme irgendwie an diesen Roller nicht ran. Ich hoffe, der Sniper kann da was regeln. Ja, so keiner. Also wir sind noch nicht abgeschrieben. Wir haben noch Zeit. Wir können das noch wenden und kehren. Ja, und dann komme ich zur ersten Frage. Welches Team werdet ihr wählen? Werdet ihr das Splatfest auch spielen? Also bei mir wird das jetzt so, weil es viele neue jetzt auf dem Kanal wieder geschafft haben. Danke an euch. Mega cool. Bei mir läuft das eigentlich so ab, dass ich immer für jede Runde ein Video vorbereite, wo ich dann für mich spiele. Und dann, wenn der Tag halt will, werde ich halt live sein. Das heißt, ihr könnt mit mir spielen, wenn ihr im gleichen Team seid. Oder halt zuschauen. Und ich versuche halt so viel Splatoon über das Wochenende zu streamen, wie nur geht. Ja, mal schauen, wie viele Punkte wir machen bei diesen Rängen. Ja, wer das Splatfest gewinnt, kriegt halt 3 Muscheln mehr als die anderen. Und ansonsten gibt es keinen Unterschied. Das heißt, ja, ich habe jetzt nicht so große Angst, hier beim Splatfest schlechtere Results zu kriegen. Weil ich habe die Muscheln ehrlich gesagt noch gar nicht benutzt, die wir im letzten Mal gewonnen haben. Aber ich hoffe, wir werden diesmal auf der Seite der Dreifarbkämpfe im Viererteam sein. Das wäre cool. So, Runde 2. Ich werde mich jetzt auf eine defensive Stelle setzen. Ja, wir haben halt auch einen Sniper. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, weil wir haben so 2 Waffen, die halt im Nahkampf den kürzeren ziehen. Und ich habe so eine Mischung als Splatling halt und, ja, na, Distanzwaffe. Ich finde die Waffe an sich ganz cool, aber ich finde sie super schwer zu handhaben. Also ich muss sagen, da ist mir so einiges leichteres lieber. Weil, guck, das hat knapp nicht gereicht, um den da zu erwischen. Ja, ja. Der Killfaktor bleibt so ein bisschen aus. Vielleicht mit dem Inkjet. Da müssen wir nur dran denken, wir fliegen immer wieder zurück auf unsere Startposition. Und die ist natürlich auch sichtbar für den Gegner. Kriege ich dich? Na, nicht ganz. Der kommt aber jetzt zu mir, ne? Ja, ja, der kommt zu mir. So, Turm ist da vorne. Wir haben Führung. Den hier können wir schön ablenken. Ich verlasse jetzt auch mal die defensive Base. Und hol mir den Dynaroller da. Ja, weil der hat keinen Fluchtpunkt mehr. Sehr schön. So, die Ult warten wir ab und... Ah, Inkjet. Leider. Vergackt. Hab jetzt nicht damit gerechnet, dass der Turm wieder zurückkommt. Ansonsten hätte ich mich natürlich nicht so doof angestellt. So, krieg ich den auch? Nee, nicht ganz. Da muss man mehr draufhalten. Na gut, dann versuchen wir mal die 3 Minuten zu überleben. Man kann aus der Ferne schön treffen. Ist ja auf Ninja Squid, ja natürlich. Ich finde Ninja Squid... Hä, der hat Ninja Squid sogar auf seinem Splatfest-Shirt. Alter. Das ist doch Waste. Ja, der hat wirklich, glaube ich, zu viele Perks. Ich erreiche die nicht. Da muss jemand anders ran. Unsere Team-Kombi ist natürlich jetzt nicht die geilste, weil wir haben wirklich keine Power-Ults. Der Tintentank da, ich weiß nicht mal, was der normale Charger für eine Ult besitzt, aber ich glaube, das ist auch jetzt nichts Großartiges. Gegner sind auch auf dem Weg zur Führung, das müssen wir verhindern, aber ich bin schon wieder tot. Ach komm, Carla, du schaffst das, ja, nice.
Danke. Oh, wir haben Disconnect. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, dann zählt das Match aber eh nicht, ne? So fair ist Nintendo. Das darf nicht wahr sein. Das ist so schlimm. Ja, jetzt, wenn wir jetzt verlieren, verlieren wir halt. Ja, dann können wir daran nichts. Aber wenn wir gewinnen sollten, glaube ich, zählt es trotzdem als Win. Ich habe vorhin nämlich eine Partie gespielt. Eine Aufwärmphase. Und da hat das actually gezählt. Bei den Gegnern war jemand gelieft. Also gelieft, ja, die hatten halt vermutlich Disconnect. Und ja, dadurch war auf einmal der Unterschied zwischen uns und den drei, die übrig blieben, so groß, dass wir halt das einfach KO'd haben. Aber das hat für uns als Sieg gezählt. Für die vermutlich nicht als Niederlage, aber immerhin, für uns war das ein Sieg. So, schauen wir auch kurz auf die Zeit. Nee, wir sind jetzt auch nicht auf den Grenzzeiten, also der Modus wird sich nicht verändern. Oh, damit zu zielen ist aber auch gar nicht so leicht. Ich hatte Inkjet nie wirklich besonders gerne. Aber auch Inkjet müssen wir mal spielen. Wird im Profibereich auch mega gerne gespielt. Also wenn man da schaut, was die Leute so drauf haben. Das ist schon krass, also Respekt. So, den haben wir schön verdrängt, auch wenn ich nicht getroffen habe. Solange der Turm nicht in unsere Gegend kommt, bin ich aber zufrieden. Mit dem, was wir hier... Oh ja, Tintenpanzer ist weg. Wichtig. Der weiß, dass ich hier bin, okay. Gehe ich mal auf den Turm. Und verlasse mich dann auf meinen Mate, der die beste Nahkampfwaffe hat von uns. Ist halt so. Okay, immerhin. Dynaroller weg und jetzt die 7 Sekunden kommen. Lass gewinnen, lass gewinnen. Ist ja jetzt so schade, wenn die pushen nochmal. Geh doch auf den Turm. Ah, ich kann das nicht sehen. Oh Gott, was für ein Win. Oh mein Gott. Okay, steht 1-1. Es bleibt spannend. Vielleicht schaffen wir es, ja. Ich hoffe, dieser Karia bleibt im Team. Oder wie heißt der? Kala heißt die. Dann let's go. Kala bleibt im Team. Let's go. Sie muss carryen. Ansonsten schaffen wir das nicht. Na dann. Mal schauen, mal schauen. Ah, jetzt sind auch eine Menge von denen auf Distanz getrimmt. Ich glaube sogar der Turboblast ist gar nicht mal so gut, wenn der in der Nähe angreift. Der muss auch so einen gewissen Abstand bieten, um richtig effektiv eingesetzt zu werden. Wird eine interessante Schlacht. Naja. Ich versuche mein Bestes. Ich werde auch immer... nicht besser mit der Waffe, aber ich fühle sie mehr. Das heißt, so langsam, aber sicher kann ich auch mal was Gescheites machen. Ja, ich habe ein bisschen die Ballons da versucht zu treffen. Nice slack, bro. Nice slack, bro. Ja, über den Tod reden wir jetzt nicht. Das war mehr als das. Ist er tot? Ja, er ist tot. Okay. Die sind auf dem Turm. Wir haben aber schon gut Punkte gut gemacht. Ja, Raketenwerfer ist ein bisschen schlecht, da müssen wir flüchten. Ach, ich dachte, ich hätte den im Visier. Nein. Okay, jetzt habe ich verkackt. Wenn es jetzt die Führung für die Gegner... Ja, wird die Führung. Ja, ja, ja. Okay. Sorry, Leute. My bad. Das Highlight halt total lange auf, ne? Ich muss also noch eine kleine Strategie entwickeln, wie wir das am besten angehen. So ein bisschen verdeckt müssen wir da arbeiten. Ja,
Also der Inkjet schießt unendlich lang, aber man muss halt leider auch treffen. Und das ist gerade mein größtes Problem. Oh komm, den Roller, den hole ich mir aber jetzt. Nee, die sind alle zu schnell. Das ist schrecklich. Der hat auch ein bisschen Schwimmtempo. Man sieht die Waffe aber, glaube ich, auch nicht so häufig online. Es gibt dann eine andere Waffe, die man auf Level 30 freischaltet, die wesentlich mehr gespielt wird und auch, wenn man sie kann, wesentlich tödlicher ist. Oh, da war eine Mine. Ja gut, das ist aber relativ egal. Weil, ja, mich zu töten bringt nicht viel. Also, ich trage nicht viel zum Team dabei. Ach komm, jetzt lass die nicht nochmal pushen. Aber es sieht so aus. Da kann ich auch leider nicht viel besser machen. Ist niemand mehr auf dem Turm? Okay, wie das? Ja, da flüchte ich jetzt. Die Raketen lasse ich mich leider nicht ein. Könnte vergessen. So, und jetzt behalten wir den Turm im Auge. Und ich gehe auf die Gegner. Ja, da ist einer, der Roller. Ja, ein bisschen getroffen haben wir ihn, aber schadet dem nicht viel. Oh, der hat es auf mich abgesehen und das ist unser erster Tod mit dem Inkjet. Nice. Warum ist hier wieder alles orange? War da hier nicht gerade noch alles in unserer Farbe? Und wir pushen und pushen. Cool, dann gehe ich mal auf die Mittelschraube hier. Und nerv die Gegner hier ein bisschen. Kommt nur niemand. Das ist aber gar nicht mal so bad. So, so weit kann ich schießen, okay. Dann gibt wieder die Ult her. Ach, die erwischen mich aber. Ich habe immer die Probleme. Was? Hä? Okay, ich dachte, an meiner linken Seite sei jemand gewesen, der mich getroffen hat. Aber wie hat denn der Stringer mich gekriegt? Also hier sind Matches. Naja, da muss ich aber nochmal das Replay mir anschauen. Da bin ich auf die Aufnahme gespannt, wenn ich das erstmal schneide. Ob mir da was auffällt, weil... Wo zum Teufel hat der Stringer mich denn gekriegt? Aber wir sind vorne und wir haben den Turm. Werden wir es heute erreichen? Werden wir heute Azrak? Nein, 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 nicht so früh vorhin. Wir wissen, wie das enden kann. Aber die Partie war ganz gut. Ich habe das Beste draus gemacht. Falls ihr da bessere Tipps habt mit der Waffe, Bescheid geben. Aber ich glaube, ich stelle mich da mittelmäßig an. Und mittelmäßig ist gut bei mir. Ein einziger Sieg trennt uns vor dem S-Rang. Können wir ihn schaffen? Ich weiß nicht, das Team hat sich verändert. Leider hatten wir in der letzten Runde keine Mitspieler gefunden. Heißt, das Team wurde aufgelöst. Und müssen jetzt mit neuen Leuten ran. Und ich habe leider keine Ahnung, wie gut die sind. Wenn ich mir die Waffe so anschaue, dann trauen die sich was. Aber gut, einmal verlieren ist ja noch drin. Das ist noch erlaubt. Aber ein drittes Mal ist dann leider too much. So, im Moment hat nur der Gegner den Turm mal berührt. Oh ja, immerhin, der Sniper habe ich gezeigt. Und die haben das gesamte Team jetzt ausgelöscht. Wow, Respekt. Da machen wir jetzt ein paar Punkte. Dann sorge ich mal dafür, dass ich meine Ult kriege, die übrigens auch nicht unendlich weit schießt. Also die Kugeln verschwinden irgendwann auf großer Distanz. Merkwürdig, aber ja. Ist so. Aber der Sniper hat wieder Spider-Man-Reflexe. Und setzt sich wohl
dieser Staubsauger oder dieses Laubgebläse oder was sein soll, setzt sich irgendwie durch. Ich sehe so viele Leute damit spielen. Ist es so gut? Gerade im Turmkommando finde ich das halt nicht so überragend. Dann lieber in Herrschaft oder desgleichen. Ich versuche mal einfach auf den Turm zu kommen, um den zu stoppen. Ich glaube, das ist wichtig. Aber was heißt das schon? Ach, die haben aber auch alle Ninja Squid drauf. Ja, ja, ja. Ich glaube, hier sieht man schon ein bisschen, wie sich die Meta durchsetzt. Und jetzt geht der Gegner natürlich in Führung. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Ach, den kann ich nicht stoppen. Oh, ein Glück doch. Aber irgendwie konnte der doch noch abfeuern. Ich weiß aber nicht wie. So, den Fleck hier, den machen wir mal weg. Und jetzt kriegen die mal Probleme. Färben wir mal ein bisschen da hinten ein. Ja, seht ihr, die Kugeln, die verschwinden halt irgendwann so. Ach, die 60, die knacken wir doch. Come on. Das muss doch irgendwie machbar sein. Vom Turm aus könnte ich halt auch versuchen, Kills zu holen. Das ist vielleicht keine dumme Idee. Aber die Blaster sind halt leider viel zu schnell für uns. Allgemein sind unsere Waffensets jetzt nicht die besten. In Kombinationen, so wie sie gespielt werden hier. Einzeln sind die vermutlich nicht so bad. Aber wir haben halt nicht wirklich Waffen, die halt actually killen können. Vielleicht den Tree-Stringer da oder Tri-Stringer. Meine auch, aber ich muss halt auf Distanz bleiben. Krieg ich den Sniper irgendwie gestört. Ja, da war ein Double Kill möglich. War aber leider zu schlecht dazu. So, Gleichführung. Ja, sehr schön. Und jetzt brechen die, ja, schwierigen 1,30 an. Jetzt kommt der Gegenschlag. Aufpassen. Oh Gott, da sind zu viele weggestorben. Naja, noch ist nichts verloren. Lass den jetzt mal hochkommen da. Und weg. Ja, genau, wichtig. Letzte Minute. Hier kommt das Zittern. Aber nee, ich bleib kalm. Wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es halt nicht. Aber wäre schon cool, wenn es heute soweit wäre. Ich zähle jetzt nochmal auf Ult. Ja, der Tod wäre wichtig. Oh, der Kill wäre wichtig. Und ich schaff's nicht an den... Ah, ich schaff's nicht am Sniper vorbei. Das gibt es doch einfach nicht. Ich bin sowas von unfähig. Ja gut. Wir haben noch ein Leben. Machen wir das Beste draus. Aber die Runde ist, glaube ich, vorbei. Liegt aber mehr so an den... Vielleicht nicht am individuellen Skill, sondern mehr an den Waffensets, die wir spielen. Das ist nicht so das Beste in Kombination. Es funktioniert halt leider gar nicht. Auch die Ult ging jetzt ins Leere. Und die Verlängerung werden wir nicht schaffen. Also das würde mich halt wirklich wundern. Ja. Gut, dann müssen wir nochmal ran für heute. Hoffentlich dann mit einem besseren Waffenset. Und nein, ich wechsle meine Waffe nicht, also ich könnte das jetzt machen, aber was soll's. Wir bleiben so. So, und jetzt wird's spannend. Oh Gott, im Supermarkt. Nicht die besten Chancen. Gegner sind mal wieder die gleichen, also es sind super wenig Spieler heute online. Liz und dieser Ovo. Die waren aber auch verdammt gut, aber... Unsere Waffen sehen jetzt gar nicht mal so bad aus, bis auf meine. Vielleicht können wir was reißen. So, vom Sniper halte ich ein bisschen Distanz. Weil gegen den verliere ich, ganz klar.
Und der war auch wieder verdammt gut. Ein K.O.-Sieg wäre jetzt nice, aber das kann ich leider jetzt nicht so wie ein Café bestellen. Es muss erarbeitet werden. Und ich trage zurzeit halt leider gar nicht so viel an unserem Erfolg bei. Ja, Krabbenpanzer hat eine schöne Distanz, eine schöne Reichweite. Hat sogar mich da erwischt. Oh, und die verstecken sich auch super gut hinter dieser gottverdammten Säule, Mann. Hör doch auf. Das ist die Führung für den Gegner und das sieht dann wieder nicht gut aus. Aber gut. Wir haben noch viel zu spielen. Ja, lass mal auf die andere Seite gehen. Ja, von hier erwischen wir die halt wenigstens ein bisschen. Okay, ein bisschen supported haben wir da. Oh, Junge, spring nicht zu mir. Auf gar keinen Fall. Das fährt mal schön ein. Suchen wir hier Schutz. Oh, der war wichtig. Wenn wir jetzt hier irgendwie gut pushen könnten, ne? Ach, aber ich zeig mich da zu früh. Na, ist noch nichts verloren. Es hängt jetzt stark von unseren Ults ab, ganz klar. Da unten sitzt jemand, deshalb will ich da jetzt erstmal nicht hin. Jetzt ist der Turm natürlich wieder in der Gegnerhand. So, das nehmen wir weg. Hä? Ich dachte, es sei jemand auf dem Turm. Anscheinend ist keiner drauf, ne? Ja, von der Seite kommt jemand. Ah, der kriegt mich auch. Ich kann da nicht aufladen. Oder, oder? Immerhin, immerhin. Kommt, Leute. Es ist noch sehr weit. Aber irgendwie muss das doch schaffbar sein. Ach stimmt. Beim nächsten Wochenende können wir nicht mal versuchen, Erstrang zu werden. Weil die Modi sind ja dann alle nicht anspielbar. Fällt mir gerade so auf. Das heißt, wir müssen jetzt in der Woche immer versuchen, so ein bisschen am Rang zu arbeiten. Ja, das ist verloren. Mit Sicherheit. Schade, hätte gerne gewusst, wie das mit dem einen Team laufen würde. Ich kann leider mit der Waffe halt auch gar nicht gut einschätzen, wo, wann, wie geschossen wird. Ist wirklich nicht so eine geile Waffe. Schöne Range. Zum einen färben auch jetzt nicht so geeignet, weil die flackt halt so mehr nur und färbt nicht wirklich ein. Und tötet halt nur auf Distanz, aber die Meta schwenkt mehr nach Nahkampfwaffen. Na gut, was soll's. War ein Versuch wert. Wir sind auch wieder so halb in diesem S-Bereich. Heißt, so viel schmerzt das jetzt nicht. Ja, wie sieht das eigentlich jetzt aus? Die Grenze ist bei 1,1, ne? Ja, jetzt sind wir wieder so 100 Punkte drunter. Na gut. Freunde, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht's dann mit einer anderen Waffe ins Match rein. Die hier hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber sie ist halt leider unbrauchbar. Was ein bisschen schade ist, weil ich finde das Design cool. Aber vielleicht habe ich hier auch einfach falsch gespielt. Das kann auch sein. Mit dem Inkjet war ich jetzt auch nicht so überragend. Bis zum nächsten Mal und tschüss.